Zueignung. Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten? Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? Ihr drängt euch zu, nun gut, so mögt ihr walten, wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt. Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert. Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage, und manche liebe Schatten steigen auf. Gleich einer alten, halbverklungenen Sage kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf. Der Schmerz wird neu. Es wiederholt die Klage des Lebens labyrinthisch irren Lauf und nennt die Guten, die um schöne Stunden vom Glück getäuscht vor mir hinweggeschwunden. Sie hören nicht die folgenden Gesänge, die Seelen, denen ich die ersten sang, zerstoben ist das freundliche Gedränge, verklungen, ach, der erste Widerklang. Mein Lied ertönt der unbekannten Menge. Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang, und was sich sonst an meinem Lied erfreuet, wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet. Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen nach jenem stillen, ernsten Geisterreich. Es schwebet nun in unbestimmten Tönen mein Lispelnglied der Äolsharfe gleich. Ein Schauer fasst mich, Träne folgt den Tränen. Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich. Was ich besitze, seh ich wie im Weiten, und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten. Zueignung. Mit diesem Gedicht widmet Goethe seinen Faust seinem alten Straßburger und Frankfurter Freundeskreis. Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blicke gezeigt. Die schwankenden Gestalten sind die Figuren aus Faust, an dem Goethe 20 Jahre zuvor geschrieben hatte und den er nach erneuter Überarbeitung als Fragment schon wieder seit Jahren liegen ließ. Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten, fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? Sieht er sich in der Lage, diesen schwankenden Gestalten nach Jahren endlich einen sicheren Stand zu geben, also den Faust zu überarbeiten und fertigzustellen? Ihr drängt euch zu, nun gut, so mögt ihr walten. Die Aufgabe, sich um diese Gestalten zu kümmern, drängt sich ihm auf. Er fühlt sich wie von einer fremden Macht zur erneuten Arbeit am Faust gesteuert. Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt, mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert. Die Gestalten aus Faust, überhaupt der ganze Text, befindet sich in seinem Kopf als nebelhafte Erinnerung. Das Wiederlesen der Entwürfe lässt sie aus dieser dunstigen Unklarheit aufscheinen. Die jugendliche Begeisterung für das Projekt entflammt in ihm, der jetzt wesentlich älter ist, wieder neu auf. Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage und manche liebe Schatten steigen auf. Mit der Wiederaufnahme der Arbeit am Faust werden die Erinnerungen an die Zeit, in der er das erste Mal daran arbeitete, wieder lebendig und damit auch die an Menschen, die er damals kannte und an die er sich gern erinnert. Gleich einer alten, halb verklungenen Sage kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf. Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage des Lebens labyrinthisch irren Lauf. In diese Zeit fiel erste Lieb und Freundschaft. Der Schmerz und die Klage darum, dass Beziehungen scheiterten, erneuert sich und auch die Erinnerungen an andere Wechselfälle des Lebens. Und nennt die Guten, die um schöne Stunden vom Glück getäuscht vor mir hinweggeschwunden. Manche dieser guten Menschen, an die er sich erinnert, sind irgendwelchen Verführungen erlegen und damit aus seinem Kreis verschwunden. Sie hören nicht die folgenden Gesänge, die Seelen, denen ich die ersten sang. Zerstoben ist das freundliche Gedränge, verklungen, ach, der erste Widerklang.
Dieser Freundeskreis, dem er die ersten Versuche vom Faust vortrug, ist zerstreut, sie lernen die Ergebnisse der erneuten Arbeit nicht kennen. Mein Lied ertönt der unbekannten Menge, ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang. Sein Publikum ist jetzt die anonyme Menge, der man nie sein ganzes Vertrauen entgegenbringen kann, nicht einmal, wenn man bei ihr Erfolg hat. Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet, wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet. Der alte Freundeskreis mag den Faust in seiner neuen Form irgendwo kennenlernen, jedenfalls ist er zerstreut und Goethe wird keine Reaktion erfahren. Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen nach jenem stillen, ernsten Geisterreich. Wenn das Geisterreich die Figuren aus dem Faust sind, dann sehnt er sich danach, weil es eben die alten Freundschaften in der Erinnerung wieder lebendig macht. Es schwebet nun in unbestimmten Tönen mein lispend Lied, der Äolsharfe gleich. Die Äolsharfe wird vom Wind gespielt, sie unterliegt also nicht menschlicher Kontrolle. Das Lied, also der Faust, bekommt sein Eigenleben. Ein Schauer fasst mich, Träne folgt den Tränen, das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich. Das strenge Herz ist das des 50-jährigen Goethe, der immerhin auf eine Karriere als Politiker zurückblicken kann. Was ich besitze, sehe ich wie im Weiten, und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten. Die Erinnerungen sind ihm jetzt näher als sein aktuelles Leben.